Also ihr seht, es geht nicht nur um Nürnberg, es geht um ganz Bayern, es geht um die gesamte Stimmung in diesem Land, in Deutschland. Es geht darum, wem gehört dieses Land? Gehört es den Demokraten? Gehört es denen, die offen sind, die offen sind, auch auf Probleme zugehen, die offen sagen, okay, wir wollen diese Flüchtlinge, die alle aus gutem Grund hierher kommen, hier integrieren, oder geht es um diejenigen, die hier ängstlich, verzagt, Panik schieben, dass hier und Furcht haben, dass irgendwelche Besitzstände, die sie haben oder auch nicht haben, eben in Gefahr geraten. Die Angst von Pegida, von diesen Pegidisten, hat uns zum einen veranlasst, dem Datum angemessen, das Thema auch Halloween zu nehmen. Wir wollen heute Pegida das Fürchten lehren, sonst heißt es immer bei uns Pegida raus, Pegida raus. Heute heißt Pegida Buu, Pegida Buu, Pegida Buu. Können wir das alles? Pegida, 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 Buu, Buu, Buu. Das machen wir nachher dann noch einmal. Vielleicht hilft es ja. Ich bin relativ sicher, Pegida hat letztes Mal sich eine deutlich höhere Teilnehmerzahl erhofft, als sie am Rathenauplatz losmarschiert sind. Es waren knapp 100 Pegidioten, Entschuldigung, doch kann man es schon sagen, es waren knapp 100 Pegidioten, die marschiert sind. Sie hatten sich wesentlich mehr erhofft. Anschließend auf Facebook haben sie sich abgekotzt über dieses linksversiffte Nürnberg. Ja, von mir aus, wenn es hilft, dann lasst es doch heute alle ordentlich linksversifft sein. Thema Angst haben wir heute auch einen Schriftsteller, Leonhard F. Seidel, eingeladen, wird durch verschiedene Publikationen schon bekannt. Er wird uns zum Thema Keine Angst kurz was erzählen. Herzlich willkommen. Keine Angst. Keine Angst. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten. Wenn wir auf dem Spielplatz Kinder beobachten, gehen diese auf andere Kinder zu, ohne sich um deren Hautfarbe, Herkunft oder Religion zu kümmern, ohne Angst zu haben. Dort spielen Dunkelhäutige mit Christen und Moslems. Sie wollen mich fotografieren, Herr So? Haben Sie schon, toll. Dort spielen Dunkelhäutige mit Christen und Moslems, Sinti mit Juden, und vielleicht ist einer der Väter schwul und spielt auch mit. Wollen Kinder etwas über die anderen Kinder wissen, stellen sie Fragen. Wenn das nicht funktioniert, versuchen sie mit Füßen und Händen zu agieren. Schlimmstenfalls geraten sie ins Streit um eine Schaufel oder einen Bagger, schlagen sich oder wenden sich voneinander ab. Spätestens ab einem gewissen Punkt greifen in der Regel die Eltern ein, versuchen zu schlichten. Im besten Fall fragen beide Seiten, warum der Streit vom Zaun brach. Kürzlich kam mein Sohn aus dem Kinderladen nach Hause. Auf die Frage, was sie heute gemacht hätten, erzählte er mir von den Fitzli-Putzlis aus Blauland. Die sind ganz blau, erzählte er mir freudestrahlend. Dann sind rote und gelbe gekommen und dann haben sie sich umarmt und dann haben sie die Farbe gewechselt. Tage später fuhr ich von einer Lesung zurück. In Regensburg stieg eine Gruppe junger Männer, aber auch Familien, vermutlich aus Syrien ein. Der Servicebedienstete versuchte ihnen auf Arabisch Tee schmackhaft zu machen. Ich verstand nur Bahnhof und Chai. Als er weg war, versuchte ich den Männern zu erklären, dass der Tee im Zug sehr teuer sei. Der Angesprochene verstand mich nicht, obwohl wir uns alle Mühe gaben. Als er einen Mitreisenden um Hilfe bat, erklärte der mir auf Englisch mit einer wegwerfenden Handbewegung, I want beer. Vielleicht würde Günther Beckstein diesen jungen Mann bereits als integriert ansehen, der ja der Meinung ist, dass man 2 Mass in 6-7 Stunden auf dem Oktoberfest trinken und dann noch Auto fahren kann. Ich erzähle euch das heute nicht nur, weil ich Autor bin und gerne Geschichten schreibe.
Ich denke, wir können gerade heutzutage von den Kindern lernen. Kinder machen sich keine Gedanken über eine deutsche oder christlich-abendländische Kultur, die untergehen könnte. Sie gehen vorbehaltlos aufeinander zu. Wenn sie mit den Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung gut spielen können, dann ist schon einmal alles in Butter. Bei Kindern kann es passieren, dass sie fragen, warum eine Frau ein Kopftuch trägt. Bestenfalls fragen sie die Frau selbst und reden mit ihr darüber und nicht über sie. Sie interpretieren ein Kopftuch nicht umgehend als eine Unterdrückung der Frau durch den Mann. Denn wenn sie es von zu Hause nicht kennen, dass der Papa über die Mama bestimmt, wird ihnen der Gedanke noch ferner liegen. Und falls sie nicht in der Stadt wohnen und Frauen mit Kopftuch eh kennen, denken sie vielleicht, es handle sich um eine Verkleidung. Zurück zur Angst. Ein Bild hat vor einigen Wochen die Runde im Internet gemacht. Das gezeichnete Bild eines Flüchtlingskindes. Darauf zu sehen, das zerbombte Syrien auf der einen Seite und die Ankunft in Deutschland gezeichnet mit zwei Herzen, in denen Polizei stand und eine Deutschlandfahne. Das Bild spiegelt zum einen unermessliche Gewalt, Angst und Bedrohung, aber auch Erleichterung wieder, endlich in Deutschland zu sein. Erleichterung, die auch durch die unzähligen freiwilligen Flüchtlingshelfer ermöglicht wurde, die die letzten Monate unglaubliche Arbeit geleistet haben und immer noch leisten. Ohne den... Genau, da können wir gerne mal klatschen. Ohne die das System schon längst zusammengebrochen wäre, da bis zuletzt versucht wurde, die Menschen davon abzuschrecken, nach Deutschland zu kommen, was vor gar nicht langer Zeit sogar noch im Gesetz verankert war. Und obwohl klar war, dass so viele Menschen kommen werden, hat sich die Politik nicht angemessen darauf vorbereitet, sondern inszeniert im Augenblick einen Notstand. Warum müssen in Berlin und andernorts Kinder und Erwachsene hungern und im Regen übernachten? Auch wenn der Vergleich hinkt, könnte man die schlichtenden Eltern auf dem Spielplatz mit Polizistinnen und Polizisten oder Politikerinnen und Politikern vergleichen. Die Polizei allerdings reglementiert vorrangig, was einem Kind wohl nicht sehr gut tun würde. Politikerinnen und Politiker sind nach ein paar Jahren Amtszeit häufig in der Wirtschaft wieder zu entdecken, was einer Tätigkeit von Eltern in einem Bonbonladen oder einer Bäckerei gleichkommen würde. Dann sind sie nicht an der Gesundheit der Kinder, sondern am größtmöglichen Verkauf von Süßkram interessiert. Leider zeichnet sich der Berufsstand der Polizistinnen und Polizisten an anderer Stelle nicht immer durch Erfolge aus. So wurden Ende September im oberbayerischen Ebersberg zwei Männer aus Afghanistan und ein Imbissbudenbesitzer von Neonazis mit Messern und Hämmern angegriffen. Zivilgesellschaftliche Beobachter der Nazi-Szene sind sich seit langem der Nazi-Szene in Oberbayern bewusst. Ganz im Gegensatz zu der politischen Abteilung der Polizei, dem Staatsschutz der Erdinger Kripo, der, wie es auch einige Politiker so gerne tun, reflexartig auf die Gefahr von links verwies, obwohl es dazu keinerlei Anlass gab. In diese Blindheit auf dem rechten Auge reihen sich auch die NSU-Morde. Zurück nach Ehring, nach Oberbayern. Ebenfalls Ende September wurde Horst Seehofer von Unbekannten auf der Mauer des Islamischen Zentrums zitiert. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Mittlerweile stehen dort die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Wulff, weil das nicht übertüncht wurde. Bereits im März 2011 polterte Horst Seehofer beim politischen Aschermittwoch: Wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren, bis zur letzten Patrone. Man
abgesehen davon, dass die Aussage bis zur letzten Patrone geschichtlich belastet ist, was mag diese Aussage bei den Menschen wohl ausgelöst haben? Sowohl bei den hier Geborenen als auch bei den Zuwanderern. Dass etwas mit Waffengewalt vor Eindringlingen verteidigt werden muss? Wird dadurch nicht die Angst vor Überfremdung verstärkt? Wir und die anderen, entweder geht es uns gut oder den anderen gut. Ein Miteinander wird verneint, ja ausgeschlossen. Und leider muss ich beim CSU-Vorsitzenden bleiben, der erst dieses Jahr verkündete, wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Eine Parole, die Jahre zuvor auf Plakaten der neonazistischen NPD und der rechtspopulistischen AfD zu finden war. Hier wird Angst gesät und die nachvollziehbare Sorge vor Veränderung für politische Zwecke missbraucht. Seit 1990 starben mehr als 180 Menschen durch rechte Gewalt. 180! Seit Jahresanfang vergeht fast kein Tag, an dem Geflüchtete, Helferinnen oder Nazi-Gegnerinnen angegriffen werden. Was bedeutet das für die Geflüchteten? Wie müssen sie sich fühlen, wenn sie aus einem Land in den Krieg herrscht oder in dem sie diskriminiert werden, nach Deutschland flüchten? Werden sie durch solche Aussagen von einigen Politikern, Neonazis oder Extremisten in der Mitte nicht erst zu Tätern gemacht? Einfach deshalb, weil sie ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Asyl wahrnehmen? Seit Anfang des Jahres gab es laut der Amadeo-Antonio-Stiftung und Pro Asyl 411 Angriffe auf Unterkünfte. 411. 507. Ich habe vorhin nochmal nachgesehen, wenn es mehr waren, umso tragischer. Haben diese Täter aus Angst gehandelt? Weil sie bewussten Falschmeldungen geglaubt haben, wie denen, dass geflüchtete Frauen vergewaltigt oder systematisch Supermärkte beklaut hätten? Oder handelten sie aus Hass, dem großen Bruder der Angst? Oder um dem mantraartig wiederholten Flüchtlingsproblem, der Flüchtlingskrise oder noch schlimmer der Flüchtlingsflut etwas entgegenzusetzen? Vielleicht um ihre eigenen Ängste zu überdecken? Und was sind das für Ängste, die angesichts der derzeitigen historischen Veränderungen über uns hereinbrechen? Haben diese Menschen Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes? Davor, dass ihr Grundstück an Wert verliert, wenn nebenan eine Flüchtlingsunterkunft eröffnet wird? Davor, dass nicht nur rechte Terroristen Anschläge in Deutschland verüben? Denn es sind Terroristen. Und das muss auch endlich so benannt werden. Haben Sie Angst, dass zukünftig in Deutschland die Scharia herrscht, Hände abgehackt und Frauen gesteinigt werden? Der Islamexperte und Zeitjournalist Yassin Musharbash brachte es auf den Punkt. Die IS-Kämpfer kommen auch ins Land, wenn sie sich nicht als Flüchtlinge tarnen. Kürzlich hat sich die Menschenrechtskommission des Europarates mit einem Bericht besorgt geäußert über eindeutige Anzeichen für eine Zunahme von Rassismus und Intoleranz in Deutschland. Hat sich eben in der besagten gestiegenen Anzahl von Angriffen auf Einrichtungen für Geflüchtete äußere. Alle Arten von Hassrede, Sie da hinten, und Hassverbrechen müssten von Vertretern von Behörden und Politik nachdrücklich und eindeutig verurteilt werden. Diese müssten sich aller Rhetorik entfalten, die bestimmte Gruppen der Bevölkerung stigmatisiere. Damit könnte Innenminister de Maizière, Horst Seehofer, aber auch andere CSUler gemeint sein. Natürlich sollten weiter Fragen gestellt werden, wie sie auch die Kinder stellen. Natürlich sollte nach einer Lösung gesucht werden und Ängste ernst genommen werden. Natürlich darf eine Unterdrückung von Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts nicht geduldet werden. Aber wenn es
es auf Wählerfang durch Stimmungsmache hinausläuft, dann wird es gefährlich. Dann wird den Gewalttätern auf die Schulter geklopft und der rechtspopulistischen AfD und den geistigen Brandstiftern von Pegida in die Hände gespielt. Glücklicherweise gibt es derzeit auch die unzähligen Menschen, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe einbringen, die keine Angst vor den Fremden haben oder sich ihrer Angst stellen. Durch sie siegt nicht nur die Menschlichkeit, sie stellen sich auch den Neonazis, Fremdenfeinden und Extremistinnen der Mitte entgegen und in den Weg. Sie wissen, dass kein Mensch seine Heimat freiwillig und zum Spaß verlässt und eine möglicherweise tödliche Flucht riskiert. Sie stehen für eine weltoffene Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die Ängste haben mag, aber sich diesen Ängsten stellt und versucht, Herausforderungen und Probleme konstruktiv und miteinander anzugehen. Und wie ein Vater oder eine Mutter zu fragen, warum hast du Angst? Und wo wir schon einmal beim Thema Angst sind, natürlich ist Gewalt nicht zu tolerieren. Aber ist es ein Wunder, dass es zu Auseinandersetzungen kommt, wenn Geflüchtete zusammengepfercht wie Tiere auf engstem Raum, ohne Intimsphäre, mit viel zu wenigen Duschen, manche von ihnen hungrig, aggressiv werden, nach all dem, was sie durchgemacht haben, dass der Aufenthalt in diesen Lagern mit dem neuen Gesetz auch für Familien mit Kindern auf 6 Monate verlängert wurde, ist wohl nicht die Lösung, sondern verschlimmert die Situation nur. Das ist auch deshalb nicht nachvollziehbar, weil Kontakt zu den geflüchteten Menschen Vorurteile abbaut. Denn Vorurteile sind nicht angeboren, sondern erlernt. Sie können, wie wir alle wissen und sicher auch schon erfahren haben, durch Wissen abgebaut werden. Ich wünsche mir, dass wir versuchen, wie die Kinder zu sein. Offen aufeinander zugehen, Fragen stellen und miteinander sprechen. Und gleichzeitig den Geist der Eltern mit einbringen, die sich auch um die anderen Kinder auf dem Spielplatz sorgen. Die auf Ängste achten, sie aber nicht missbrauchen für ihre eigenen Zwecke, sondern versuchen, geduldig daran zu arbeiten. Sonst werden starke Frauen wieder zu Hexen, wie in der Vergangenheit im Mittelalter, und Geflüchtete zu Asylbetrügern und islamistischen Terroristen. Machen wir es lieber wie die Fitzli-Putzlis aus dem Blauland, die nicht nur zur Wiesenzeit die Arme unterhaken und sich umarmen, die nach der Verwirrung über die unterschiedlichen Farben auch wieder zusammenfinden. Vielen Dank. Ja, danke Leo für diesen leidenschaftlichen Appell, konstruktiv mit Problemen und Herausforderungen umzugehen. Bevor es da hinten losgeht mit den, erfahrungsgemäß ist auch hier dann relativ laut, mit den Pegida Aufmarsch, Kundgebung. Die Stadt hat heute den größten Laufstall ihrer Geschichte aufgebaut, über die Polizei. Die ganze Stadt ist gesperrt, habe den Eindruck. Auf einer sehr prominenten Strecke werden sie anschließend laufen. Hier vor die Dr. Kurt-Schumacher Straße, am Gewerkschaftshaus vorbei, an der Straße der Menschenrechte vorbei, in die Grasersgasse hinein, dann auf den Frauentorgraben, praktisch kurz vorm Hauptbahnhof, bis zum Plärrer. Der Frauentorgraben wird in dieser Zeit auch in beiden Fahrspuren gesperrt sein, zur Raschauer. Das alles wahrscheinlich wieder mal für 60 bis 90, vielleicht 100, vielleicht sind es auch 150, wenn Sie Glück haben, Marschierer, Beschützer des Abendlandes, wie sie sich selbst nennen. Ich frage mich, wir fragen uns als Veranstalter, musste das sein? Warum konnte die Stadt nicht auf einen vernünftigen, für diese paar Leute, auf einen vernünftigen alternativen Weg mehr verweisen? Warum muss die ganze Stadt wieder mal für Pegida komplett gesperrt sein? Dieses Mal, soweit Anwohner und Geschäfte, engagierte Geschäftsleute,
an der Strecke sind, dass mit Sicherheit auch jetzt dieses Mal wieder entsprechend sie begrüßt werden mit Transparenten aus den Fenstern, dass entsprechend auch an der Strecke Protest stattfinden wird. Aber das kann es nicht sein, wir fordern an dieser Stelle die Stadt auf, so etwas künftig nicht mehr zuzulassen. Das muss wirklich nicht sein.